Morgenstund hat Gold im Mund. Die deutsche Basketballnationalmannschaft traf sich heute Morgen in Straßburg zum morgendlichen Joggingprogramm. Co-Trainer Harald Stein gibt das Motto aus. Nach 30 Minuten Joggen und ausführlichem Stretching kehren die DBB-Korbjäger zurück zum Hotel. Einige von ihnen, wie hier Point Guard Basti Dorit, starten direkt zum Frühstücksraum durch. Ein anderer aber, der gestrige deutsche Topscorer Luca Steiger, kommt mit der zweiten Gruppe ins Ziel und stellt sich abgekämpft noch den Fragen von DBB-TV. Luca, Joggen morgens um 9 Uhr, ist das so dein Ding? Ist genau mein Ding. Wie fühlst du dich jetzt? Nee, ist schon, also der Kreislauf wird in Schwung gebracht und am Anfang ist es immer eine Qual, aber dann, wenn man mal ein paar Meter gelaufen ist und alles in Schwung kommt, dann ist okay. Blicken wir kurz aufs Spiel gestern zurück. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schade, dass wir wieder verloren haben. Ich denke, trotzdem haben wir aber einen guten Job gemacht und haben gut dagegen gehalten. Wir haben stark verteidigt als Mannschaft. Trotzdem gibt es noch mal hier und da ein paar Situationen, wo wir besser hätten sein können. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir uns ganz gut verkauft. Heute gegen Griechenland, gegen die Deutschland seit 12 Jahren nicht mehr gewonnen hat. Spielt das eine Rolle, dass man so lange nicht gewonnen hat und will man dann unbedingt mal wieder gewinnen? Ja, natürlich. Ich denke, in jedes Spiel, das man geht, will man gewinnen auf jeden Fall. Aber wenn dann sowas natürlich auch noch bekannt ist, dann ist es nochmal ein kleiner Motivationsschub extra obendrauf. Okay, vielen Dank, viel Spaß beim Frühstück. Nächste Konzentrat sagt, wenn es heute um 18 Uhr gegen Griechenland geht. Basketball Deutschland brennt auf einen Sieg gegen die Hellenen. Auch Bundestrainer Frank Menz hätte nichts dagegen. Bundestrainer Frank Menz, im zweiten Vergleich mit Frankreich gab es wieder eine knappe Niederlage. Wie zufrieden waren Sie dennoch mit dem Spiel Ihrer deutschen Mannschaft? Ja, im Vorfeld war es für mich sehr spannend und für die Mannschaft auch. Wir haben ja ein super Spiel gemacht in Mannheim und wahrscheinlich die Franzosen ein bisschen überrascht mit unserem Spiel. Und jetzt war natürlich hier der Druck relativ groß und die Anspannung relativ groß, weil wir wussten, okay, jetzt ist Tony Parker noch mit dabei und jetzt sind sie alle da, wissen, wie aggressiv wir spielen und dass sie uns vielleicht ein bisschen ernster genommen haben. Aber wir hatten trotzdem einen guten Start und haben sehr gut gespielt gegen viel Druck. Das ist ganz wichtig und ja, da bin ich ein bisschen überrascht, dass wir wieder so gut mithalten konnten. Jetzt geht es heute gegen die Griechen, eine Mannschaft, gegen die Deutschland seit 12 Jahren nicht gewinnen konnte. Was haben Sie sich heute für das Spiel vorgenommen und worauf wird es ankommen? Wir sind nicht so gut auf Griechenland vorbereitet jetzt. Wir gucken auf uns selbst nach wie vor. Haben die Griechen gestern gesehen, haben jetzt auch unsere Videocuts gemacht. Sie haben natürlich eine super Mannschaft hier, auch wenn 2, 3 der Leistungsträger nicht spielen werden. Wir haben gegen Frankreich gut gespielt, 2 Spiele knapp gespielt und wir hoffen, dass wir heute auch gegen die Griechen, die ja ebenfalls zu den Top-Teams gehören, auch gut spielen werden. Und für uns war von vornherein klar, dass wir gegen die besten Mannschaften in Europa, da gehören die Griechen auch mit dazu, unsere Sachen so gut wie es geht machen, defensiv wie offensiv wollen. Und bis jetzt ist uns ganz gut gelungen. Die Griechen spielen nochmal ein bisschen anders, viel aggressiver. Die Franzosen waren extrem athletisch und ein bisschen andere Spielweise. Aber wir freuen uns drauf wieder. Jetzt haben wir auch wirklich für Selbstvertrauen getankt und hoffen, dass wir wieder mithalten können mit den Griechen. Das wäre ja schon gut.